Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Beyond Ice. Wir befinden uns momentan in Episode Nummer 6, habe ich auch gerade wieder nachgeschaut. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn dieser große, hier geht's nicht weiter, okay. Dieser große Schnitt mit der Ladesequenz kommt, beginnt ein neues Kapitel. Da vorne ist irgendwas, schauen wir uns gleich an. Ach, nur ein Vogel, okay. Mich stört irgendwie, dass der blöde Regen. Okay, dort könnte Nanny also wieder lang gelaufen sein. Mich stört, dass der blöde Regen, mein freigeschaufeltes, wie hier hinten, einfach wieder zuregnen lässt. Okay, hier liegen Baumstämme direkt an den Gleisen, was ja nicht so clever ist, finde ich. Ich gehe einfach mal wieder den rechten Weg zuerst lang und versuche, eine gewisse Abtrennung zu finden. Okay. Wir werden hier relativ weit reingelassen dieses Mal. Aber hier komme ich nicht durch das Geäst. Und hier glaube ich auch nicht. Komme ich da unter dem Baum durch? Nee. Das ist alles blockiert. Sieht zwar so aus. Nanny! Da ist nur ein Vogel. Und hier sind wieder irgendwo die Entenschwangänse. Wenigstens hat der Regen aufgehört. Hier haben wir einen Pfad gefunden, sodass unser freigeschalteter Weg relativ beibehalten wird. Okay, hier haben wir eine Mauer wieder. Ich taste mich mal an der entlang. Vermutlich ist Nanny da lang gelaufen. Okay. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich schon hier sein möchte. Oh. Okay, hier ist auch Mauer. Oder ob ich noch ein bisschen an den Gleisen gucken will. Ich bin jetzt dadurch, dass ich immer rechts gegangen bin, zufällig anscheinend den richtigen Weg bereits gelaufen. Außer hier ist jetzt so viel Wald, dass wir nicht weiterkommen. Nanny! Denn wir werden hier jetzt gerade schon ziemlich eingegrenzt. Obwohl hier hinten, oder? Ich kann das gerade gar nicht einschätzen. Was ist dort hinten für eine grüne Fläche? Okay. Hier ist gleich irgendwo Wasser. Ist es dort, wo wir hergekommen sind? Ich bin gerade sehr überfragt, was wir hier tun. Hier sind die Gleise wieder. Komme ich hier durch? Okay, das ist zugestürzt oder so. Und hier kommen Zaun. Und die Bäume. Wir sind doch hier aber nicht wieder am Anfang. Sind doch nur Mäuse. Okay, das sind sowas wie Zugtunnel oder sowas. Das Ding ist vernagelt. Ich habe gedacht, das sind die Bäume vom Anfang. Anfang mit M und nicht mit N.
die Bäume vom Anfang. Aber anscheinend sind sie das gar nicht. Also ich meine, diese abgeholzten Dinger. Der Wasserfall ist auch ziemlich laut. Ich komme hier durch. Okay, wir sind hier direkt am Wasser. Ich versuche mal wieder so ein bisschen einzugrenzen. Schaut aber mal, wie hübsch das aussieht. Ich finde das zumindest hübsch. Können wir hier rüber gehen? Ich glaube schon, denn hier ist so ein blaues, blaugrünes Ding, was uns symbolisiert, dass wir damit interagieren können. Ich glaube, das sollen wir tun. Aber ihr wisst ja, was ich vorher möchte. Hier durch, was aber nicht geht. Ich möchte vorher den restlichen Weg noch relativ weit erkunden. Okay, hier geht's nicht weiter. Ist auch ein Baumstumpf. Das ist wieder so eine Krähe, oder? Aber die ist Gott sei Dank hinter den Bäumen versteckt. Hier ist bestimmt auch alles zu, oder? Doch nicht. Okay, hier haben wir wieder die negative Schwingung der blöden Krähe. Da drüben auch nochmal. Hier können wir nicht raus. Wir gehen lieber schnell wieder. Hier sind auch Bäume. Ich bin ja jetzt drauf und dran, den Weg nochmal zurückzugehen, so ähnlich wie wir ihn gekommen sind zumindest. Um zu gucken, was in der anderen Richtung wieder ist. Wir sind hier nämlich, bin ich mir ziemlich sicher, auf dem richtigen Pfad gerade gelandet. Okay. Deswegen gehen wir hier mal noch ein bisschen lang. Und gucken einfach, wo es uns hinbringt. Es ist ja relativ gut alles abgegrenzt. Also, dass wir gar nicht so viele Gebiete begehen können. Wie hier jetzt gerade wieder durch diese blöde Krähe, diesen Raben, was auch immer das ist. Komme ich hier denn durch? Ja, hier komme ich durch. Ich frage mich, warum sie solche Angst vor denen hat. Weil es sind ja am Ende auch nur Vögel. Kann ich denn nicht laufen? Okay. Aber die Schwingungen von denen kommen so nah ran. Okay, deshalb. Am Ende sind es ja auch nur Vögel. Und die anderen, die so singen, sag ich mal, oder rumzwitschern, vor denen hat sie ja auch keine Angst. Warum also gerade vor denen? Okay. Nochmal kurz hier so ein bisschen die Wand erkunden. Okay, macht sie. Ich gehe nochmal kurz hierhin zurück, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich dort nur den einen Weg gegangen bin. Habe ich das umrundet? Wie habe ich das gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ich würde gern noch gucken, was sich hier noch so befindet. Eventuell ist es aber wieder recht gut eingegrenzt. Relativ gut. Sodass es hier gar nicht mehr so viel zu holen gab. Hier ist aber auch ein Pfad, schaut mal. Eventuell gibt es wieder mehrere Lösungsmöglichkeiten oder sowas. Okay, hier geht's nicht weiter. Aber hier ist auch der Fluss, den wir von der anderen Seite gesehen haben. Ich denke mal, genau, hier ist auch alles abgetrennt. Nur, dass wir eben von der anderen Seite den Wasserfall gesehen haben. Und wenn sich jetzt hier am Fluss gleich
Okay, hier hat sie wieder getrunken. Diese Stelle hätten wir zum Beispiel komplett verpasst. Aber wenn sich jetzt hier im Flussbett gleich wieder solche Hüpfsteine befinden, dann wissen wir auf jeden Fall mit Sicherheit. Hier kommen wir nicht weiter. Dass es eigentlich egal ist, wo man langläuft. Denn wir kommen am Ende immer am Ziel an. Aber wir haben anscheinend beim ersten Mal einfach mit Glück den richtigen Weg beim ersten Mal gewählt. Ah. Was denn? Was ist A? Ah? Sind wir wieder am Anfang? Nee, hä? Hier ist zu. Okay, das ist ein anderes Tor. Ich habe jetzt gedacht, wir sind jetzt schon eine Runde rum. Aber ich glaube, wir sind hier relativ am Anfang, denn dort vorne, das müssten die Baumstämme sein, die wir bei unserer ersten Tour gesehen haben. Und da ist mir schon wieder so eine Obstfliege ins Gesicht geflogen. Das ist doch ätzend. Warum tut ihr sowas? Hört auf. Das ist für mich nicht schön und für euch bestimmt auch nicht. Aber sie läuft schon wieder so, als würde sie sich unwohl fühlen. Eventuell möchte sie auch einfach nur ihre Mieze zurückhaben. Ich laufe jetzt einfach mal querfeldein, aber ich sehe gerade, hier ist ein... Hier läuft der Fluss direkt durch. Ich glaube, wir müssen dort hinten lang, oder? Deshalb würde ich gern den Weg hier zuerst ablatschen. Ablatschen klingt so böse. Ablaufen. Ah, hier ist der andere Pfad, okay. Jetzt gucken wir mal genau hin, was das ist. Seht ihr, was ich meine? Die haben diesen Schwanschnabel, jetzt gerade die nicht unbedingt. Aber eventuell hat sie diesen Schnabel auch nur, weil sie sich ja immer wieder auflösen, wenn der Ton aufhört. Das ist der Weg, durch den wir gehen müssen. Glaube ich, oder? Ich würde aber gern noch das hier alles erkunden. Wir haben es ja gleich geschafft. Und ich werde auch mal nach dem Let's Play oder wenn ich hier vielleicht eine Aufnahmepause zwischendurch mache, obwohl ich noch gar keine Lust habe, denn so klein ist das euch. Denn es macht gerade noch so viel Spaß, tatsächlich das alles anzuschauen. Da werde ich mal gucken, wie lang die Playlisten anderer Let's Player sind. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass die meisten das so schnell wie möglich durchhaben wollen. Nicht, weil ich auch so empfinde, sondern weil irgendwie generell meistens der schneller fertig ist, ist der bessere. Mir ist aufgefallen, dass bei ganz, ganz vielen Let's Plays meine Listen um einiges länger sind als die der anderen. Damit will ich gar nicht sagen, dass meine qualitativ viel hochwertiger sind oder irgendwas anderes, um Gottes Willen. Das kommt immer ganz auf den Geschmack drauf an. Uns fliegt ein kleiner Schmetterling hinterher. Seht ihr ihn? Wartet, da ist er. Der verfolgt uns. Fliegt er an uns vorbei? Nee, der bleibt wie die Motte hier. Die ich übrigens nicht mehr wiedergesehen habe, seitdem sie mich angeflogen hat. Ich glaube, sie war genauso erschrocken wie ich. Haben wir den Schmetterling die ganze Zeit schon um uns rum? Sieht so ein bisschen aus wie die Fee bei Zelda, oder? Wie hieß sie? Navi? Ich glaube, sie hieß Navi. Ich habe vor kurzem in den Kommentaren mit dem lieben Roy darüber gesprochen. Und jetzt fällt es mir schon wieder nicht ein. Ich glaube, sie hieß Navi. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Sag mal.
Nee, der heftet an uns, der kommt mit. Na, dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen besser um. Denn ich glaube, das war der relativ richtige Pfad. Oder? Jetzt habe ich mich bestimmt verlaufen, weil ich unbedingt so viel wie möglich von dem Gebiet hier abgrasen wollte. Das ist das vernagelte Tor. Da kommen wir nicht durch. Aber hier ist doch auch der fette Wasserfall. Wasserfall? Wir kamen ursprünglich durch dieses Tor, oder? Nee, das ist zugeballert. Da kamen wir nicht her. Ach so, ich weiß wieder, wo wir lang müssen. Wir müssen ja über die Steine. Und deshalb hier so entlang. Moment. Wir haben doch hier hinten auch noch relativ viel Gebiet, was wir nicht abgelatscht haben. Und ich muss aber zugeben, dass mir mit der Zeit langsam echt der Hintern vom Sitzen wehtut. Achso, hier kamen wir ja nicht lang wegen den Viechern. Ich erinnere mich, deswegen ist das Gebiet da hinten auch noch so weiß. Deshalb würde ich sagen, suchen wir mal die Steinchen auf, springen über den Fluss und schauen, was sich dann dahinter verbirgt. Mutig. Und einen noch. Geschafft. So, aber wo geht's nun hin? Und wo ist Nanny? Ich würde mal sagen, liebe Leute, da wir hier gerade vor einem wunderschönen Baum gelandet sind, gehe ich mal zurück ans Wasser und wir beenden an dieser Stelle die Folge von Let's Play Beyond Ice. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.